Okay, und damit auch auf YouTube herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Genau, wir haben jetzt alle einmal hier ganz kurz wieder eingesammelt. Müssen sich jetzt auch bewegen, hoffe ich mal. Ja, tun sie, sehr schön. Ich habe was so hoch, sieht so aus, sehr gut. Ich kann aber, ich kann ja auch einfach Folgendes machen. Ich kann doch einfach auch. Wir wollen sowieso jetzt. Also ich habe jetzt zwei Alternativen. Entweder ich gehe ins Haus der Trauer und versuche mich nochmal an dem Bossfight. Oder wir gehen zur Stahlwache. Tatsächlich möchte ich, glaube ich, sogar nochmal. Dankeschön. Das Haus der Trauer noch mal probieren. Dass unser Teddy halt schon wieder irgendwo im Nirgendwo steht, ist halt auch schon wieder nervig. Richtig. I mean, wir haben ja schließlich auch Dingens weggehauen. Na, theoretisch rüber. Oh, lass mich wieder runter. Der Seite geht es auch nicht weiter, ne? Ist nur das und dann war es das. Nice. Hier macht es halt wirklich leider einfach die Masse, ne? Die Masse an Gegnern. Aber mal neuen Speicherstand kurz. They already have. I am very. But perhaps I can make a case for some small measure of mercy. Give me the artifact, and I can at least make this quick. Enough. This is your family. The artifact was your last chance to prove yourself, and you squandered it. Such misplaced camaraderie as you lack. Lilala! Okay, wir stehen sehr, sehr weit vorne diesmal, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal erstmal wieder ein Schrittchen zurück. Dann packen wir hier. So, denke ich mal. Ladenwuchs rein. Oh, ich habe, glaube ich, Gale aus Versehen mitgetroffen. Das tut mir leid. Komme ich hier noch hin, um irgendwen zu hitten? Nö, ne? Gale ist aber diesmal auch relativ weit vorne dran, ne? Das ist gut. Gegenzauber. Ich reagiere.
So. Jetzt mit Absicht mal hier rübergehen mit ihr. Ist dich dran für einen Eisstrahl? Nö. Könnten auch. Ah gut, okay, komm ich nicht. Ah, ich hätte den hier, den Gläubiger hätte ich erst killen müssen, glaube ich. Weil die sind ja die, die die Blindness machen. Können nekrotische Schutzgeister. 5. Passen. Dann machen wir Hacken zusammenschlagen. Dann gehen wir einmal kurz so einen Schritt nach vorne, damit die beide hier mal 28 Schaden kriegen. Komme ich noch auf die andere Seite? Nee, leider nicht. Aber die sind beide damit dann schon mal mehr als low. Das ist schon mal gut. Komme ich da hin? Nein. Zu denen da drüben komme ich auch nicht. Ich könnte den hier angreifen. Ich bin aber auch dumm. Denn ich hätte vielleicht erst Gift auftragen sollen. So. Die rennen jetzt einmal ganz außen rum, das ist gut. So. Und dann haben wir noch... Dominanz, du machst keinen Spell. Okay. Ah, aber trotzdem noch kalte Knochen. Ah, das hat mein... Ach, das hat mein Ding jetzt abgebrochen, weil ich... Mhm. I see, I see. Aber was wir tun können... Schön Fritzeblitz da reinhauen, sind zwei Gegner schon mal weg. Gehen wir mit ihm auch hier vor. So, jetzt kommen die ganzen Mistvögel mit ihrem Dunkelheitsscheiß, genau. Die muss ich erstmal canceln. Wenn ich die weg habe, ist das schon mal viel wert. Und die läuft von ganz hinten an, da haben wir relativ viel Zeit. Die ist leider auch noch dicht dran. Die wird auch nochmal versuchen, die Dunkelheit zu casten, wahrscheinlich, ne? Ja, und sie kommt sogar durch, weil sie nicht in Sichtweite von Gale ist, leider. Teddy kommt da nicht hin. Teddy kann aber trotzdem klauen. Perfekt. Hat Schaden gemacht. Das hat sie low gehauen. Das ist sehr gut. Diese Finsternis ist halt eigentlich das, was am nervigsten ist, tatsächlich. Ich habe Dunkelheit auch auf da hinten drauf, aber mein Fokus steht noch, das ist sehr gut. Die stehen da vorne so gut. Leider habe ich aber nicht die Möglichkeit. 20 und 25 Schaden. Das ist ja wohl ein Witz. Aua. Das provoziert leider Gelegenheitsangriffe. Ich könnte den Swing machen. Wo ist er? Da. Schritt nach vorne. Trifft trotzdem nur einen von beiden. Okay, dann kann ich hier vorne wieder eine Fläche hinsetzen. Ich muss dafür da rauslaufen und mich da tatsächlich sogar selber reinstellen. Dann anders. Ganz wichtig.
Und Knaufschlag erstmal. Hoffen, dass es trifft. Schade, dann machen wir noch einen Nahkampf. So, sie ist dran. Fighting is futile. The darkness awaits you. So, die beiden sind tot. Sie muss definitiv... Kostet das was? Eine ganze Aktion. Definitiv mal sich selber heilen, weil der hat nicht ordentlich gesessen. Und dann könnten wir... Kann ich weit genug dann was umlaufen? Ja, kann ich. Dann können wir Hacken zusammenschlagen, können wir nicht mehr. Sprinten können wir noch. Ich will eigentlich erstmal gucken, dass ich sie nochmal hätte. Ja, perfekt. Und jetzt gehen wir da hinten raus. Damit sind wir da nicht mehr blinded. Was verdammt wichtig ist. So, erstmal okay. Damit haben wir Dunkelheit Nummer 1 weg. Dunkelheit Nummer 2 ist bei dem da hinten. Kann ich... Zähle damit aber immer einen Gegenangriff. Oh, ärgerlich. Bin ich im Finsternis-Ding? Ja, ich bin in der Finsternis drin. Das ist halt kacke. Dann können wir aber... Ich kann den nicht... Warte mal, kann ich mich da hinstellen? Und dann... Oh, ich bin nicht mehr geblindet. Interessant. Vorne. Gegenzauber, so. Natürlich. Hat sie ihren Fokus verloren? Nein, hat sie nicht. Sehr gut. So, wir provoken mal. Echt viel Schaden halt, ne? Hau die Maus. Ich kann hier nicht raus, ohne einen Gelegenheitsangriff zu provozieren. Was wir tun können, ist, wir können das hier probieren. Das ist natürlich geil. Und das geht auch daneben, war ja klar. Sie ist allerdings zum Glück. So, Sporten.
zwei, dreimal. Logisch. Okay, Nächste tot. Hab ich noch einen Angriff? Einen, at least. Okay, Das war Teddy, der da leider drauf gegangen ist, ärgerlicherweise. Kann ich den... Das hier ist zu weit entfernt. Okay, ich muss mich in die Todeswolke mit reinstellen, wenn ich die casten will. So, oder ich gehe einfach mal raus und hoffe, dass ich sie dann auch da hinten casten darf. Natürlich nicht. Okay, das heißt, wir müssen... Die ist... Okay, das ist die... Das ist es doch, warte mal. Der war doch ganz geil. Relativ viele Leute sehr, sehr low gehauen. Das Problem ist leider, dass mein Main-Character da vorne drin steht. Das könnte problematisch werden. Ihr geht mir auf den Sack mit eurer scheiß Dunkelheit, bin ich ehrlich. Ist gut jetzt. Hast du doch noch 10 verschiedene Sachen. Alter Schwede. Jetzt kommt da oben wieder eine Dunkelheit rein. Na klar. Dann was. Die geht mir auf den Sack. Okay, dann hat er sich 2 Nanometer bewegt und stirbt einfach. Das ist perfekt. Das wiederum ist nicht ganz so geil. Dann wird die jetzt auch noch da vorne hinlaufen. Und meinen Charakter umsingeln. Aua. Kann ich denn... Das geht nicht, wenn ich blinded bin? Ah, doch. Ich wollte gerade sagen. Da mal einmal raus. Huch. Karlak ist hier wieder da. Achso, ich muss da vorne hinlaufen. On my way. Rettungswurf auf ihre Konzentration ist leider gelungen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Karlak darf ich nicht, weil es außerhalb der Sichtweite, was ein bisschen schwierig ist. Dann machen wir mal so, laufen bis da vorne hin und geben der nochmal Schaden. Schattengestalt, was ist denn? Warum ist denn... Okay, die sind beide umgemietet worden. Der kriegt auch nochmal einen Schaden. Ja. Okay, warte mal, wir können ja dann nochmal einen Blitz casten. Einfach mal... So. Das hat sie natürlich überlebt, war ja klar. Und einmal hier
gegen Zobart getroffen. Das ging daneben. Ist er zwar getroffen, sie bewegt sich raus aus den Schutzgeistern, ohne Schaden zu nehmen? Okay. Ach ja. Okay, Problem ist, ich muss halt da reinlaufen, um sie zu healen. Das funktioniert nicht. Ich könnte mich da vorne hinstellen und ihr helfen anscheinend. Problem hat das wieder noch 100 noch was. Okay, warte mal, wir können aber... Karlak schon mal wieder da. Warne! 35, sehr gut. Die haut ihn jetzt um. Sie leider auch. Und stirbt dann aber daran. Sie darf da rauslaufen. Könnten die aufhören immer... Okay... Wir haben relativ viel schon umnieten können. Also ich glaube tatsächlich... Natürlich kann der Shadowheart von da aus treffen. War ja klar. Da bin ich. Ach nee, das. Eine Gruppe wurde besiegt, was? Schade, dabei ist die da vorne umgefallen. Okay. Okay. Das ist aber machbar. Der Kampf dauert halt nur ewig. Was halt so ein bisschen nervig ist. Der Kampf allein hat jetzt irgendwas um die 23 Minuten gedauert. Hallo? Was ist das denn? Darf ich bitte mich bewegen? Danke. Das ist, wie gesagt, das ist definitiv machbar und wir machen das jetzt auch in dem Try, habe ich gehört.